Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica Below Zero Hardcore. Und ja, ganz am Ende haben die uns noch ein bisschen besoffen gemacht und ich steck nicht nochmal raus, weil das ist echt Disorientierung, sage ich euch. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt einen Magnetit gefunden. Und jetzt haben wir auch ein bisschen Pipi in die Hose gemacht, aber das ist nicht schlimm. Das ist alles gutes Zeug. Wenn wir 75 haben, oder ab wann können wir das trinken? Ab 20, ne? Genau, ab 80, okay. So, rote Kugeln. Aber ich scanne ich. Jupp. Brauchen die 4 Slots? Nein, okay. Okay. Ah, das sind diese Pilze, die wir benötigen für Salzsäure. So, das schlürfen wir mal aus. Wir haben so viel Stuff, ne? Das ist eklig. Also 5 Dingens können wir noch looten. Was bist du? Quarz. Okay, seid ihr neue Fischarten? Nee, ne? Nö. Du da. Was? Nein, komm schon, verarsch mich nicht. Ey, nein, 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 weggucken. Okay, er hat uns nicht verwirrt. Doch mal stehen, du Puppelfisch, ey. Was? Nein. Boah. Wo ist er? Egal. Hauptsache weg von uns. Gut. Wo geht's rein? Hier. Okay, gut. Wir müssen mal gucken hier. Was haben wir hier, was wir eigentlich so wegschlürfen können oder wegwürfen können? Ja, das ganze Zeug brauchen wir, ne? So, wir haben die 2, die werden wir eh vermehren. Ja. Egal. Wir wollten jetzt weiter runtergehen. Wo war der denn? Nee, du bist Q59. Da war doch irgendwas anderes. Wo ist denn das? Ach, da unten. Okay. Ja, dann suchen wir erstmal einen Weg, wo es hier nach unten geht. So, da gibt es ja noch mehr Pflanzen. Können wir auch noch ein bisschen scannen. Okay. Können wir die ausgehen? Nö. Okay. Warte mal. Was bist du? Hä? Wieso kann ich dich nicht einsammeln? Okay. Okay, dann nicht. Vor dir habe ich Angst. Du könntest mich fressen. Da! Ah, das ist ein Magnetit. Mitnehmen. Warte mal, dich habe ich schon gescannt, ne? Ja. Gibt es hier noch was? Hier müsste es noch was geben, ne? Aber richtig rare ist hier Magnetit, ey. Was? Ich habe Rubin noch nicht gescannt.
Okay. So, ich will lieber safe mal in die Motte reingehen. Oh, Seebahn. Okay. Da haben wir Nickelerz. Okay, das ist nice. Das nehmen wir mit. Okay, wir haben noch zwei Slots noch frei. Falls hier noch was ist, dann gehe ich hier ein bisschen einsammeln. Okay, du bist Nickel. Oh mein Gott, du hässliches Seepferdchen, oder was auch immer du bist. Verdammtes Vieh. Meine Fresse, ey. Okay. So, Inventar ist voll. Das heißt, wir müssen dann was wegschmeißen. Ja, komm. Die zwei Diamanten können wir nicht gebrauchen. Wir nehmen lieber ein paar Nickel mit. Das ist besser. Da ist auch noch ein. Vor der Pflanze habe ich Angst. Das ist ein Diamant, brauche ich nicht. Was bist du, Magnetit, ne? Ja, dich nehme ich so oder so mit. So. Wo ist unsere... Da, okay. So, was können wir denn noch hier fallen lassen? Lithium. Das können wir euch fallen lassen. Das bräuchten wir aktuell überhaupt nicht. So, dann hätten wir jetzt 5 Slots frei. Rubine auf jeden Fall nicht. Titan kann ich einfach fallen lassen. Okay, gut. Dann können wir weitere Magnetiten und Nickel farmen. Okay, da geht's lang. So, von der Blume möchte ich nicht gefressen werden. Falls sie fressen tut. Ist ja nix. Das ist eine Sackgasse. Ja, der hat ein Maul, ne? Das sieht man.
So, vielleicht geht's ja hier weiter. Okay, hier ist Alien-Symbol. Das bedeutet, da geht's weiter. Aber was hier noch fehlt, ist ein bisschen Dingens hier, Nickel und so, ne? Und Magnetit. Wie viel haben wir denn eigentlich jetzt? Magnetit 3 Stück. Ja, Nickel haben wir 4. Okay. So, wir gucken uns mal hier ein bisschen um. Nee. Was bist du denn? Nee, sorry. Für Uranium habe ich keinen Platz. Okay. Zieleine. Ah, der hat uns einen Arm gelegt, ne? Ach du Scheiße, unserem Seebahn hat ja auch noch kaum Dingens. Strom. So, danach müssen wir so oder so zurückkehren. Da muss ja noch ein Nickel sein, ne? Oder? Ja, genau, Nickelerz. Die Pflanze schon immer so. So, ich guck mich mal hier um. Vielleicht hängt da noch ein bisschen Nickel. Nickel sag ich schon. Ich traue dieser Pflanze nicht, ne? Okay, cool. Okay, da haben wir schon mal einen weiteren Nickel. Wir sind Dreiauge, ne? Ja. Ah, okay. Okay. This skeleton is for me dance. Able to handle heavy forces. A good friend for my new form. Are you okay, Alan? It is not often that I gaze upon the form of a foreign architect. Is this place another sort of sanctuary? It's peaceful. Beautiful, even. As the bacterium spread, the continuation of life became uncertain. This is a place to reflect. I think I understand. Okay, hier ist sonst nix. Nö. Also war hier nur sein Skelett, okay. So, schauen wir mal rein. Einen neuen Bauplan, das ist bestimmt... Ja, genau. Ja. Okay, dann haben wir schon mal Zutaten für diesen Dingens, ne? Interessant. Okay. So, wunderbar. Inventar. Wir haben noch 4 Slots frei. Ich hoffe, wir finden noch ein bisschen Magnetit. Das ist ja ehrlich gesagt noch ein bisschen sehr rare. Aha.
hätten wir einen. Wir checken, wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. So, wir haben wieder Pipi in die Hose gemacht. Zack. Ja, schon sehr vorteilhaft. Oh, das ist noch eins. Okay. Ah, da. Du? Uran, ne? Ja. Uran können wir nicht gebrauchen. Wir checken mal. Ja, Nickel sieht gut aus. Dingens. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Nickel. Wer weiß. Okay, du bist ja Diamant. Super. Mission complete. Dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal zurück zur Base. Wir müssen unser Inventar leeren. Und dann können wir schon die nächste Aufgabe meistern. Das wäre, glaube ich, hier. Genau, Q59 müssen wir noch machen. Genau. Keine Ahnung, warum das immer noch leuchtet. Genau, das haben wir auch noch. Ja, Ursprung des fremden Signals. Notrufs. Und Q59. So, hier ist sonst nichts, ne? Nö. Oh, man sieht hier kaum was, ey. Voll übel. Da müssen wir noch gehen. Haben wir überhaupt noch eine Boje dabei? Ja. Herrlich, Home Sweet Home, ey. So, da fühlt man sich doch am sichersten. So, was haben wir denn? Ach ja, stimmt ja, den einen Beet müssen wir auch noch basteln, ne? Wo soll ich den hinstellen? Ja, erstmal hier. Aber das geht ja nicht, weil wir ja keinen Platz haben. Fuck!
Okay, gut. Wir müssen erstmal unser Inventar leeren. So, Silber. So, wieder hier rein. Shit, bist schon voll. Okay, gut. 1, 2, 3, 4. Gut. Nee, du bist mein Scanner. Du da bist das. Gut, da haben wir unseren Innenbeatgasten. Sehr schön. Nee. Oh, scheiße, wo soll ich dich denn abstellen hier? Okay. So, dann packe ich dich rein und dich rein. So, du bist noch im Betrieb. Schon interessant, was da einige Fische so aushält. So. Ja, da müssen wir jetzt warten, bis die ausgewachsen sind. Und wir bräuchten echt ein größeres Lager. Das haben wir immer noch nicht. So, wie sieht das aus? Wir haben ja Höllenrosen. Achso, stimmt ja, damit können wir doch Benzol machen, ne? Stimmt ja, wir haben ja das Scheuch. Ach, Geiselkörbchen brauchen wir dafür. Ah, okay, okay. Warte mal. Wir haben ja gar keine Geiselkörbchen hier eingepflanzt. Wait. Oh mein Gott, wir haben ja gar nichts. Okay, das ist sad. So, wie viel Akku hast du denn jetzt aktuell? Batterie lädt bis bei 65. Das ist nice. Ja, dann gehen wir erstmal Geiselkörbchen ein bisschen suchen, ne? So, da ist die alte Kapsel. So, die müssen ungefähr an die Anhöhe sein. Falls das dieser Biom ist. Die sind ja in den Höhen zu finden. Hier, genau da. Hey, schon gut. So. Da, da, da. Wunderbar. Sehr schön. Das hätten wir auch. So, jetzt können wir hier raus. Dann bräuchten wir nur noch diese komische Wurzeldingens, ne? Dann müssen wir erstmal noch gucken, wo der Biom ist. Wo ist denn das? Nee. Hä? Hier, da. Ah, stopp, 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 stopp. So. Okay, gut. Dann gucken wir mal hier rein. Nein. Hier ist schon mal gar nichts.
Da müssen irgendwelche Wurzeln drin sein. Dann weiß man, okay, das ist die Höhle. Aber so ist es auf jeden Fall nicht. Nee, dafür ist das Biom zu klein hier, ne? Wir haben nur dieses eine Loch hier. Das wird aber uns nicht weiterhelfen. Vielleicht hier. Das sind schon mal gute Kandidaten. Falls es hier ein Loch gibt. Nee, du siehst danach auch nicht aus. Oder? Ja, das sieht gut aus. So. Genau, diese Wurzel, die brauchen wir. Ich nehme mal 3 Stück. Achso, so groß sind die ja gar nicht. Das ist interessant. Okay, cool. Hier ist ja sonst nichts. Wir sind ja nur wegen der Blase hier. Okay, wunderbar. Das bedeutet, jetzt gehen wir nach Hause, ne? Ja. Na, komm schon. So, wunderbar. Dann können wir das auch mal anpflanzen hier. Check mal, ob man die auch anpflanzen kann. Nee, kann man nicht, okay. Puh. Achso, ich dachte schon, warum das so leise ist, ja. Okay, gut. Wir haben jetzt PB in Hose gemacht, 2-mal. Das ist super geil. So, haben wir noch ein bisschen Futter? Natürlich. So, wunderbar. Sehr schön. Gut, dann hätten wir so einiges geschafft. Also das hier müssen wir erstmal ausblenden. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Was könnten wir doch benötigen? Die 2 Pinguine vielleicht? Also Controller und das Fahrzeug. Das wäre jetzt noch hilfreich. Ja, den Krebs, den bräuchten wir auch dringend.
Dockabteil. Den bräuchten wir. Und Frachtmodul, genau. So, das mit Blabla. Naja, das finde ich nicht so geil. Der ist wichtig. Den sollten wir auch mal anheften. Ansonsten. Sehe ich da nichts, was wir so benötigen. Okay. Gut. Super. Achso, ja, das waren ja die zwei Bilder hier. So, das heißt, dann in der nächsten Folge werden wir dann Q59 machen. Dann gehen wir zum Ursprung des fremden Notrufs. Das sind, glaube ich, die nächsten Schritte. Aber ich denke mal, wir werden erstmal einen Scannerraum bauen und keine Ahnung, was wir so alles benötigen. Das könnte ich auch mal anheften. Gebäude, wo haben wir es denn? Scannerraum, da. Okay, gut. Ja, das geht ja voll klar. Da sehe ich keine Probleme. Okay. So. Okay, gut. Dann sind wir für heute erstmal fertig. Und in der nächsten Folge machen wir einen Scannerraum und machen noch die zwei Signale. Eine Q59 und Fremdnotruf. Und dann gucken wir weiter, was wir noch so erreichen können. Okay, dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss!